Ich habe gedacht, wir sind noch im Schwarzwald unterwegs und nicht in Kalifornien. Aber irgendwie haben wir uns wohl verlaufen, ne? Dass wir hier in Hollywood rauskommen. So, so nützt den, oder? Na gut, der Waldweg ist jetzt so dramatisch schlimm. Für heute Touri-Weg. Ja, früher bist du ja nicht einmal mit einem Geländewagen durchgekommen. Heute kannst du mit einem tiefer gelegten Wagen da fahren. Ich weiß noch, da wird wieder ein Stück reingefahren kommen. Und dann bin ich ausgestiegen, geguckt, fertig, keine Chance, Sitzung. Er hat mich wieder zurück gemacht, den Mercedes G hin sich durchgewählt, wie so ein Unfallort. Na gut, das Problem ist jetzt halt auch nicht mehr auf dem Weg. Ja, nein, das kannst du mir. Tiefer klickt. Der Panda, tiefer klickt, kannst du nicht mehr fahren. Brauchst du normal Rad nicht. Da ist alles voller Bienen und Hummeln und Fliegen auf einen, auf diesen Blüten hier. Aber da ist immer schön, weil da stehen Mitte eigentlich in diesem riesigen Fichtenwaldgebiet. Ist da oben direkt auf dem Gipfel ist da eine riesige Birkenkolonie. Mit ganz dünner, langer Gerade. Statt da oben sind das kleine Birke da zwischendrin als. Das sind Buche. Ah, super. Da erzähle ich hier wieder einen Scheiß. Buche. Ja, ja, genau. Aber oben, am Brennt oben, direkt an der Günterfelse stehen die kleine Birke. Die sind leer, das wäre. Die kannst du essen, also die schmecken relativ gut. Aber jetzt da am Wegesrand mit dem Hund kannst du nicht fahren. Jetzt brauchen sie da einen neuen Weg. Holen sie Holz. Also ein Holzfleischweg. Dann machen wir jetzt mal das Raptoren-Video. Ich hätte gerne die hoch. Das Nadel hier. Wache, wenn die Erde wieder ist. Und wenn ich nicht kein Stück Müdigkeit Dienst habe, geschwind hier einmal im RTW, finde ich halt in der Räumlichkeit, in der Location halt schöner. Dann ist was Sache, ein bisschen zerstümpeln, ein bisschen was aufschneiden. Ich habe schon das Intro oder halt der Anfang vom Video zusammengeschnitten. So mit Eingang und Ausgang, jetzt muss man bloß das Interview dazwischen hängen. Ich fände es halt cool, weißt du, also geht, wenn entweder man macht hier auf dem Balkon oder so, oder halt man macht es halt irgendwie mit einem alten Fahrzeug. Dann machen wir es schon bei euch auf der Wache. Und wenn sie halt gerade unterwegs sitzen, dann sitzen wir halt ins Gerätehaus. Tja, wir sind wieder mal hier. Ja, genau, guck mal hier. Jawohl, dann geht hier los, die Donau. Am Kolmhof. Was haben wir da? Regensburg, Passau, Linz, Wien, Bratislava, Budapest, Belgrad. Was? Bukarest, Galati. Gönn ich gerade. Tja, und hier sind wir im Schwarzen Meer.
Ja. Da waren wir doch schon 100 Mal. Ihr könnt auf Pause machen und lesen. Wieso ist da eine 8 drauf? Ja, weil es durch 8 europäische Länder fließt, die Donau. Und hier oben ist der längst entfernte Quellfluss. Die Breg, die in Donaueschingen oder vor Donaueschingen mit der Brigach zusammenkommt und dort dann die Donau bildet. Und der Stolper. Ja, hier musst du Füße hochhalten. Ja, genau. Ich habe ja hier aus der See auf Überbelichtung. Darum ist es hier so hell. Immer diese Handy-Paparazzis, gell? Hier die Instagrammer. Ja, wie ich gehört habe, wollen sie die Donauquelle hier mal neu einfassen. Und auch ein Steintor machen, da vom Jakobsweg. Der geht ja hier auch durch. Hier ist die europäische Wasserscheide, alles hinter dem Berg fließt Richtung Rhein, alles auf der Seite vom Berg fließt ins Schwarze Meer. Ja. Ja, genau. Guck mal. Ja, natürlich, dass du da laufen. So, und jetzt mal die Findling, jetzt ist es schwierig für dich. Kleines Fröschle, ne? Ist natürlich hier toll. Ist hier was drin? Opa, so schön die Hand im Jörg. Ist der Papa eine Menge Schütte, dass wir die Kamera ins Wasser nehmen? Ja, vorne der Druck, wo das heiße schon sitzt, da sind wir vor einer Runde, kann ich sagen. Da steht hier, wie weit ist es noch nach Basel? 35 Stunden. Kehrst du ein beim Kolmenfranzen, dann sind es nur 3,5 Minuten. Ja, also kommt er hoch auf Martinskapelle, dann gehen wir schön in den Kolmenhof. Dann fangen frische Bregtalforelle auf Feldsalat mit Meerrettichsahne. Oh, lecker, lecker, lecker. Es ist der 2. August, aber der Wind ist alles andere als warm, gell? Wir sind ganz im Wald. Guck mal, hier oben sind wir sogar im Oberhahn-Gebiet, ne? Ja. Wow.
was ist hier los? Und da vorne ist sogar ein Ameisenhaufen. Ja, Ameisenhaufen. Ja, hier sind sie überall. Die großen. Was haben wir denn hier? Die rote Waldameise. Ja, die ist hier höchst aktiv. Im Auerhahn-Gebiet. Harzberg. Manchmal hört man sie. Inzwischen haben sie auch gehört, wo wir im Wald waren. Gesehen haben wir noch keinen. Die Instagram-Tussis wieder. Die. Link hängt natürlich in die Videobeschreibung zu Marias Foodblog. Oh, 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 Mountainbiker, aufpassen. Die sind schnell und leise. Mach die Spuren. Alle 5 cm das Loch reingeklopft. Der Steinmetze. Spalte dann. Wenn sie früher für Grundmauern und Fundamente Felsen geholt und gesprengt. Aber so ist halt ein wenig jetzt groß, gell? Löcher rein, Pflöcke rein, bis es ihn sprengt. Denkst du, das war eine Heidearbeit, von da oben die Steine erstmal spalten und dann auf dem Pferdekarre abtransportieren bis Furtwangen ab. Da weißt du auch, was du abends geschafft hast. Hast du dein Festbar verdient. Da war auch mal einer drin, ein großer Klotz. Da siehst du noch die Reste. Immer so ganz gerade Bruchkante und Spuren in den Steinen. Ja, Gott sei Dank haben die irgendwann mal aufgehört. Sonst wäre da keine Günterfelsen mehr. Aber der da, siehst du auch noch schön an dem. Ja, da haben sie auch probiert. Und irgendwann mal aufgehört. Das ist schön hier. Die Löcher, ja. Überall die Löcher. Ja, Reihe rum noch. Da siehst du das noch. Da haben sie schön wie so Sägeschnitte hier. Den haben sie dann aber irgendwann mal liegen gelassen, weil er gepasst hätte. Oder Viehrobber. Freitagabend. Scheiße, den holen wir nicht mehr. Den holen wir am Montag. Und am Montag haben wir dann das erste Mal einen Betonlaster nach Furtwangen. Dann haben sie gesagt, jetzt brauchen wir keine Steine mehr holen. Ja, da oben haben wir schon unzählige Videos davon. Ne? Ah, was hast du denn da? Elkritsch. Piepso. Elkritsch. Der Seite. Kannst gleich ein Not-OP machen, gell? Ich muss halt jedes Mal danach, wenn du das gemacht hast, brutal reinigen dazwischen. Ja. Aber sieht man viel. Geht ja nichts über so einen schönen Sonntagsspaziergang im Wald mit anschließendem Würstelgrillen. Ne? Jetzt müssen wir ja schon mal gucken, ob wir Feuer ankriegen. Ja. Wir müssen ein wenig Holz suchen. Aber es war ja so trocken in letzter Zeit, obwohl in der letzten Kirche nichts kriegen. Aber im Wald konnte ich zu viel am Boden momentan. Können wir hoffen, dass wir noch ein bisschen trockenes Holz finden. Ne? Guck mal, da ist auch eine schöne Platte, wo sie mal runtergespitzt haben. Ne? Obwohl, das ist wieder so eine Schicht. Ja, das ist natürlich. Die haben sich ja oft eine natürliche Sollbruchstelle zunutze gemacht, ne? Wenn es passt hätte, weißt du, wenn du irgendeine Platte brauchst für irgendwas. Aber kann natürlich auch schief gehen. Du biegelst ja ganz hoch die Löcher rein und die Pflöcke und dann springt der anders, wie du vorgesehen hast. Naturmaterial. Du weißt, Granit ist ja auch der härteste Stein. Da kannst du bös biegeln. Ja, und der ganz Schwarzwald ist halt drunter Granit. Perfekt, ne? Egal, wo du da buddelst. Kommt 30 cm Erde, dann siehst du auf Steine im Prägtal draus. Das sieht man schön, wenn man Bahndammnuss läuft. Wenn die Abbruchkante sind, wo sie früher von der Eisenbahn buddelt haben, siehst du schön oben Bäume, Flachwurzler, 30 cm Erde, Fels. Geil. Darum hat sich hier früher mal jede Tiefbaufirma gefreut, wenn sie irgendwo mit den Pampa ein Haus gestellt hätten, einen Anfänger buddeln. Und dann haben sie erst die große Bagger holen mit der gigantischen Pressluftköpfe da. Ne? Weil dann nach einem Meter bist du halt auf massiv Granit gestoßen. Ja, ist halt wahnsinnig hart. Wenn du gönnst daheim, 3 Stockwerke Haus, unter 1,20 Meter dicke Mauer. Alles was Granit? Buntsandstein. Buntsandstein fängt aber erst oben an, über der überirdischen. Ja, sie sind halt die Fensterumrandungen sind Buntsandstein, schöne Klötze.